أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lob über Lob gebührt Allah dem Allmächtigen. Außerdem es keine Gottheit gibt, die man mit Recht anbetet. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sein Diener und sein Gesandter. Liebe Geschwister im Glauben, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er von uns diese Runden hier annimmt und akzeptiert, was wir machen. Und dass er diese Sachen, dass er diese Sitzungen hier segnet. Und dass wir alle daraus profitieren. Das sind Erinnerungsrunden, Ermahnungskreise. Für uns und für euch. Das ist nicht nur für diejenigen, die hier zu Gast sind und ein paar Worte hören, sondern für uns selber. Wir treffen uns gerade als Familie. Wir sind eine Familie, wir sind eine Umma, eine Gemeinde. Wir wollen alle gemeinsam Nutzen daraus ziehen, wenn wir uns so treffen. Liebe Geschwister, als allererstes, bevor ich überhaupt etwas darauf eingehen will, auf die innere Zufriedenheit, weil man kann viel darüber reden, man kann viel über die innere Zufriedenheit sprechen, man kann viel über die Unzufriedenheit sprechen. Unser Anliegen ist heute Abend, ein bisschen mitzunehmen, um unserem Leben etwas mitzugeben, dass wir womit wir unzufrieden sind, zu ändern, damit wir morgen zufriedenere Menschen werden. Ich möchte euch erstmal sagen, dass unsere Moschee ist geschlossen worden und die war ein bisschen größer wie diese Moschee. Und hier reinzukommen, diese Gesichter zu sehen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, subhanallah, was das für eine Auswirkung auf jemanden hat, der von außerhalb kommt. Und besonders unsere Moschee ist geschlossen. Das ist ein Platz, viele würden sagen, guck mal, das ist ein kleiner Fleck, das ist nichts Besonderes. Aber ich komme hier rein und ich merke sofort, dass das ein besonderer Platz ist. Das ist nicht irgendein Platz. Das ist ein Haus, wo Allah subhanahu wa ta'ala's Name ausgesprochen wird, wo er erwähnt wird, wo Allah angebetet wird und wo du gläubige Menschen findest. Er hat gerade eben selber gesagt, wir sind in einer Großstadt, wir sind in Köln, wo heute auf den Ringen sehr viel Übles getrieben wird. Aber hier an diesem kleinen Fleck, an dieser kleinen Stelle, wird Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Wir beten ihn an. Und sind Menschen, subhanallah, die an Allah glauben, an den jüngsten Tag glauben. Und dementsprechend strahlt ihr das auch aus. Ihr strahlt das aus. Ihr habt nicht diese dunklen Gesichter, die der Bruder gerade eben erwähnt hat. Die man da draußen in den dunklen Gassen sieht. Heutzutage muss man nicht mal mehr in dunklen Gassen rumlaufen. Die sieht man ja schon am helllichten Tage. Aber hier sieht man direkt, welche Nur aus den Gesichtern kommt. Und das ist etwas, subhanallah, was die Herzen direkt beruhigt. Du kommst hier rein, du fühlst dich direkt wohl. Weil der Mu'min oder der Muslim, der fühlt sich an Orten nicht wohl, wo es Schlechtes praktiziert wird oder Schlechtes geredet wird. Er fühlt sich wohl an Orten, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, seine Sunnah, wo die nachgegangen wird. Wo man schaut, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt mit seinen Sahaba. Wo man sich freut über einen Hadith. Schaut mal, die Menschen, worüber freuen sich heute? Die Menschen, was laufen sie allem nach? Die Menschen suchen die Zufriedenheit, wie wir gerade eben gehört haben, in materiellen Dingen. Aber wir haben so viele Beispiele, dass sie nicht glücklich geworden sind. Egal, wen sie sich zum Vorbild genommen haben. Musiker gibt es so viele, die waren ganz weit oben, todunglücklich, sind psychisch krank geworden, die haben Drogen genommen, ohne Ende. Wie viele Frauen wollten damals so sein wie Whitney Houston? Schaut mal, was so Whitney Houston heute für ein Opfer ist. Ein Opfer der Gesellschaft. Wo jeder gedacht hat, boah, Whitney Houston, toll und schau mal und hier und da. Wer ist sie heute noch? Die ist mit sich selber unzufrieden, weg von der Bildfläche. Kommt nicht mehr klar für ihr eigenes Leben. Sebastian Deisler hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, hat bei Bayern München gespielt, hat von alleine als Fußballprofi, hat alleine aufgehört. Wie viele Jugendliche wünschen sich, Fußballprofi zu werden? Er sagt, er hat den Fußball geliebt. Er hat den Fußball geliebt, aber durch das Profigeschäft hat er angefangen, den Fußball zu verabscheuen. Diesen Druck, diesen ständigen Druck. Warum habe ich den Islam angenommen? Weil ich immer auf der Suche war, dass meine Seele endlich Ruhe findet. Weil ich wusste, dass die Diskotheken jede Woche, dass sie nicht mein Bleibe sind, dass sie mir nicht das geben können, das, was ich suche. Jede Woche, Woche für Woche trinken und nach Frauen Ausschau halten. Das, was die Jugendlichen alle machen. Und irgendwelche Musik sich reinpfeifen, wo man sagt, boah, coole Mucke. Aber am Ende, wenn ich morgens wach geworden bin, lag ich im Bett mit einem leeren Gefühl in mir.
Es hat mir nichts gebracht. Das war nur für ein paar Momente, wo ich mit meinen Freunden war, angeblichen Freunden. Im Nachhinein, wo ich Muslim geworden bin, habe ich gemerkt, was für falsche Menschen das waren. Dass ich besser niemals mit denen Zeit verbracht hätte. Dass jegliche Zeit, die ich mit denen verbracht habe, verschwendete Zeit war. Die haben mich nur weiter runtergezogen. Und als ich den Islam angenommen habe, habe ich innere Zufriedenheit zum ersten Mal wirklich über einen längeren Zeitraum in mir gespürt. Denn es ist auch bei einem Muslim so, dass der Iman hoch und runter geht. Du bist nicht immer auf derselben Wellenlänge. Aber als Muslim hast du nicht diese Schwankungen, wie ich die hatte als Käfir. Da hatte ich extreme Schwankungen. Jetzt, Alhamdulillah, was haben wir fünfmal am Tag? Ein Halt, liebe Geschwister. Fünfmal am Tag, und wenn du willst, kannst du dich nur öfters zu wem wenden? Zu Allah. Zu dem Schöpfer. Von wem kommt alle Ruhe? Von wem kommt alles Gute? Von Allah, Allahu Akbar, unserem Schöpfer. Schaut mal, wenn jemand in der Bedrulle ist, wenn jemand Zahnschmerzen hat, wo läuft er hin? Zum Zahnarzt. Wenn jemand eine Anklage hat und der denkt, der kommt vielleicht diesmal nicht so da raus, wo geht er hin? Wohin nimmt er sich seinen Anwalt? Wenn du Probleme hast in der Familie, wo läufst du hin? Zu irgendeinem Familienmitglied? Und all diese Leute, die ich gerade erwähnt habe, andere oder Lehrer in der Schule, wenn du ein Problem hast oder du denkst, du schaffst die Klausur an nicht. Und all diese Leute, wenn sie dir Mut zusprechen, beruhigt es dich. Das sind Menschen, von Allah erschaffen, aber in ihren Gebieten, der Anwalt und der Zahnarzt und die Mutter und der Vater und der Lehrer, alle in ihrem Gebiet können uns in gewissen Zeiten Ruhe mitgeben. Wenn sie sagen, du schaffst das schon oder es wird nicht so schlimm, wie du denkst. Wenn sie uns das nur ein paar Worte zusprechen, und dann denkt man, boah, das ist ja doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Liebe Geschwister, wie ist es mit Allah? Allah, der uns erschaffen hat, der diese Menschen erschaffen hat, der den Lehrer erschaffen hat, der den Anwalt erschaffen hat, von dem alles abhängt, der deine Mutter und dein Vater erschaffen hat, der den Zahnarzt erschaffen hat, der ein Mittel ist, damit er deine Zähne wieder gesund macht. Wie ist es mit Allah, wenn wir ihn richtig einschätzen? Wie kann es sein, dass wir mit einer beklommenen Brust jeden Tag rumlaufen und sagen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Immer dieses deprimiert und depressiv, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Wann hast du deine Hände gehoben zu Allah? Wann hast du Allah aufrichtig angerufen? Haben wir vergessen, wie die Propheten alle heftig geprüft worden sind? Und niemals haben sie an Allah subhanahu wa ta'ala angefangen zu zweifeln. Niemals. Sie waren immer dankbar über ihre Lebenssituation. Sind wir dankbar? Und das muss sich jeder, diese Frage muss sich jeder stellen. Liebe Geschwister, ich bin selber zum Entschluss gekommen. Das ist meine eigene Feststellung. Das ist nicht irgendetwas von Gelehrten oder so. Ich bin selber zu der Erkenntnis gekommen, dass die Geschwister in Europa, dass es denen viel zu gut geht. Und weil es uns so gut geht, sind wir ständig am Meckern. Haben wir nicht gesehen, dass es Geschwister gibt, die im Rollstuhl sitzen und lächeln und lachen und sagen Alhamdulillah? Haben wir nicht gesehen, Geschwister, die keine Beine sagen und Alhamdulillah sagen, die keine Arme haben und sagen Alhamdulillah und lachen? Haben wir nicht gesehen, dass es Geschwister gibt, die kein Dach über dem Kopf haben und glücklicher sind wie wir? Haben wir nicht gesehen, dass es so arme Menschen gibt, aber gläubig sind und gläubiger wie wir, Allahu Alam? Auf jeden Fall von der Überzeugung her, wie sie es ausstrahlen. Gläubiger als die meisten hier. Die stecken einen an mit ihrem Glauben. Woher nehmen sie das? Warum sind die so glücklich? Weil sie sich an das wahrhaftige Wort Allahs geklammert haben. Und wir uns an das Falsche vom Shaitan, was der Bruder gerade eben gesagt hat, halten. Wir finden das schön, was den Glanz verlieren wird. Weil wir nicht mehr auf Koran und Sunna zurückgreifen. Weil wir diese Runden am Schwinden sind. Wenn wir öfters an solchen Runden teilnehmen würden, dann würden wir wissen, was diese Runden an Wert besitzen. Dann würden wir verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, wenn er sagt, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Und das Jenseits ist besser und beständiger. Ist besser und beständiger. Aber glauben wir daran, oder was wollen wir? Oder wollen wir den Tropfen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man den Finger in den Ozean reintaucht und den rausnimmt, das, was auf der Fingerkuppe oben drauf bleibt, das ist die Dunya, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und das, was bleibt, das Meer, der Ozean, das ist Akhira.
Was wollen wir? Wollen wir Dunya, was vergänglich ist, kurz ist? Oder wollen wir das ewige Leben? Wollen wir die ewige Glückseligkeit? Die Frage muss sich jeder selber stellen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, nahestehende Allahs, Liebling Allahs. Als der Todesengel zu ihm kam, liebe Geschwister, wo wir doch alle so eine große Angst haben vor dem Tod, wenn wir ehrlich sind. Wo wir Angst haben auf die Begegnung mit Allah, subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat, wo normalerweise die reine Seele sich darauf freut, seinen Herrn zu begegnen, diese Dunya endlich hinter sich zu lassen. Als der Todesengel angeklopft hat, und er wird bei niemandem mehr anklopfen, nachdem er bei dem Gesandten Allahs aus ihm angeklopft hat, und er um Erlaubnis gebeten hat, ob er hineintreten darf, um seine Seele mitzunehmen. Als er ihn gefragt hat, ob er seine Seele mitnehmen kann, was hat der Gesandte Allah ihm geantwortet? Der hat vielmehr der erhabenste Gefährte, viel als er ihm die Wahl gestellt hat zwischen dieser niederen Welt und dem Treffen auf Allah. Was hat er gesagt? Vielmehr der erhabenste Gefährte. Vielmehr der erhabenste Gefährte. Mit wem wollen wir hier sein? Wollen wir unser Portemonnaie wirklich so voll haben mit Geld? Wollen wir wirklich so große Häuser hier auf dieser Dunya haben? Okay, du kannst diese Dinge auch haben, wenn du die richtig einsetzt, wenn dich das nicht an der Anbetung abhält. Aber die meisten hält das von der Anbetung ab. Es ist einfach so. Wisst ihr, dass Allah Subhanahu so barmherzig mit uns ist, dass er vielen von uns dies nicht gewährt hat, was er den Menschen da draußen gewährt hat, an Hab und Gut, weil er es gut mit uns meint? Weil er ganz genau weiß, dass Ahmed, Abdullah und Fatima es vielleicht nicht schaffen werden, wenn sie 1 Million auf dem Konto haben, aufrichtig zu bleiben. Das wird sie vielleicht abhalten an den Gedenken Allahs. Es gibt Brüder und Schwestern, die das noch, deren Glauben das noch mehren wird. Aber die Mehrheit wird es zerstören. Weil dieser Punkt, das ganze Ausgeschmückte, wird einen dann so gemütlich machen, so, jetzt habe ich keine Lust aufzustehen, jetzt habe ich keine Lust Fajr zu beten, jetzt möchte ich das Beste aller Dinner essen. Und man wird immer verwöhnter. Und man denkt, man wäre etwas, wie der Bruder eben gesagt hat, wie bei Iblis, der Verfluchte. Dabei, was sind wir? Wir sind Diener Allahs. Wir sind Diener Allahs, liebe Geschwister. Wer ist hier der Beste unter uns? Wir wissen es nicht, Allah weiß. Und schaut mal, wie kunterbunt wir sind. Das ist auch etwas, was ich eben vergessen habe, was mich so glücklich macht, wenn man in eine Moschee hineintritt und man sieht diese Verschiedenheit unter uns. Diese verschiedenen Nationalitäten, diese verschiedenen Farben. Schaut mal, diese Altersunterschiede. Egal wie alt, ob einer so jung ist oder ob einer in älterem Alter ist. Alle gleich, Alhamdulillah. Wir machen keine Unterschiede. Wir sind alle eins. Allahu Akbar, das macht uns so besonders, das macht uns so außergewöhnlich. Weil wir an Allah subhanahu wa ta'ala gemeinsam glauben. Und das macht einen auch glücklich. Liebe Geschwister, es gibt Menschen, die verlieren ihren Halt. Die wissen nicht mehr, woran sie sich klammern sollen. Aber wir haben doch immer etwas, woran wir uns klammern. Wenn du auch eingesperrt wirst, wen kannst du jederzeit anrufen? Wer wird jederzeit dein Bittgebet hören? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du im Meer ganz alleine bist, verlassen, das Schiff ist untergegangen, du hast vielleicht nur noch einen Balken, an dem du dich festhalten kannst. Wer weiß, dass dein Diener dort in dem Meer ist, wenn keiner mehr weiß, wo du bist? Wenn du mit dem Flugzeug vielleicht abgestürzt bist und du hast überlebt im Ozean, keiner weiß mehr, wo du bist. Allah weiß ganz genau, wo sein Diener sich befindet. Und Allah wird deinen Ruf hören. Er wird den ganz genau wahrnehmen, so wie ich gerade zu euch spreche und vielleicht viel besser, ich weiß es nicht, wie Allah unseren Ruf wahrnimmt, vielleicht noch gewaltiger, noch besser als das, wie ich gerade zu euch spreche und ihr das wahrnimmt. Auf jeden Fall nimmt er es wahr. Deswegen niemals verzweifeln, liebe Geschwister. Es gibt Menschen, die kommen lebenslänglich ins Gefängnis und wir wissen, die kommen nie wieder raus. Und Wächter, die diese Menschen Tag ein, Tag aus sehen, die sagen, das Einzigste, was die an Leben hält, und das sind keine Gläubige, von denen ich spreche, die sagen, das ist die Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann doch mal wieder nach draußen kommen und den Kontakt nach draußen zu ihren Familien,
Ansonsten würden sie sich vielleicht selber umbringen, wenn sie die Chance dazu haben oder jemanden umbringen. Das heißt, die Hoffnung. Wie läufst du jeden Tag rum, mein Bruder und meine Schwester? Läufst du jeden Tag so rum, depressiv und sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann nichts machen. Wenn du so rumläufst, du ziehst dich runter und alle um dich herum. Nimm dein Schicksal so hin, wie es ist, wie es gekommen ist und versuch das Beste daraus zu machen. Der Gesandte Allah ist unser Maßstab, liebe Geschwister. Er hat uns doch diesen Ratschlag mitgegeben, dass wir nicht auf die schauen sollen, die über uns sind, sondern wir sollen vielmehr auf die schauen, die unter uns sind. Wenn du immer schaust, ah, der hat mehr Kinder, der hat eine bessere Frau, der hat einen besseren Job. Was du siehst, was du denkst, wo du nicht weißt, wenn du in seiner Situation bist oder wärst, ob sie nicht vielleicht noch dreckiger gehen würde. Das ist immer das Denken von den Menschen. Ich bin derjenige, der am meisten geprüft wird. Meine Prüfung ist die schwerste von allen. Das denkt jeder hier im Raum. Das denkt jeder der Muslime. Du bist nicht der Erste, der so denkt. Wir werden alle geprüft. Alle, die sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und alle werden sagen, es ist schwer, es ist nicht einfach. Aber der Preis ist das ewige Leben im Paradies. Mit einem zufriedenen Herrn. Für diese Seelen, die dort eintreten dürfen. Allahu Akbar. Hier, das ist kurzer Genuss, von dem wir sprechen. Kurzer Genuss. Wie schnell verfliegen die Momente, die Jahre. Wollen wir für diesen kurzen Moment alles draufsetzen? Oder wollen wir nicht vielmehr das ewige Leben? Erinnert euch an Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, als er den Propheten Muhammad, alayhi salam, den Führer der Gläubigen, auf einer ganz einfachen Matratze, Palmfasermatratze liegen sehen hat. Und hat angefangen zu weinen und gesagt, du, ja Rasulullah, du liegst auf so einer einfachen Matratze, wo du doch der Führer bist. Was hat er ihm geantwortet? Was hat er ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, ist es nicht viel mehr oder besser für uns zu wissen, dass uns das nächste Leben gehört? Und hat Omar ibn al-Khattab hat ihm dann Recht zugesprochen. Denn das nächste Leben, das ist das, worauf es ankommt, liebe Geschwister. Das ist das, worauf es ankommt. Das Leben hier sind gezählte Atemzüge. Gezählte Atemzüge, die vorbeigehen werden. Und die Erfolge gehen vorbei. Die Leute, die sich für Fußball interessieren. Wen interessiert noch, wer 2005 Champions-League-Sieger geworden ist? Wen interessiert, wer 2000 Champions-League-Sieger geworden ist? Wen interessiert, wer 2000 die Tour de France gewonnen hat? Wen interessiert, wer 2000 den Grand Prix gewonnen hat im Singen? Diese Menschen interessiert heute schon wieder keiner mehr. Aber die meisten Menschen laufen diesem Trubel, diesem Jubel hinterher. Diese Euphorie, diesen kurzen Momenten. 5 Jahre, was für 5 Jahre? 2, 3 Wochen, da redet danach keiner mehr darüber. Habt ihr diesen riesen Hype gesehen, nachdem man gesagt hat, man hat Osama Bin Laden umgebracht? Gab es 2, 3 Wochen, vielleicht einen Monat, gab es riesen Presseberichte und die ganze Zeit wurde darüber diskutiert, genauso über Michael Jackson. Wer redet heute noch davon? Sobald man seine Endstation erreicht hat, ist es vorbei. Es gibt viele Menschen, über die werden wenige Tränen geweint, über die wird wenig nachgedacht. Aber diese Menschen haben einen festen Platz, eine feste Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil sie waren aufrichtige Diener. Sie waren nicht bekannt unter den Menschen. Und sie hatten nicht viel Geld, aber sie waren gläubig. Und sie werden eine hohe Rangstellung am Tag des Gerichts haben. Und man wird sich viel mehr wünschen, einer von diesen Menschen gewesen zu sein. Anstatt unter den Menschen, wo man sagt, boah, schau mal, der und jene und diese. Dass alles vergehen wird. Wird alles vergehen, liebe Geschwister. Diese Sitzung, sie wird schnell wieder vorbei sein. So wie viele Sitzungen vorher auch schon vorbeigegangen sind. Das ist eine von vielen. Inshallah werden noch viele folgen. Die Sache ist, wie ich eben am Anfang gesagt habe, wir können viel darüber reden. Das Wichtige ist, den Nutzen mitzunehmen. Warum habe ich den Gesandten Allah erwähnt? Man könnte viele Beispiele geben. Ich habe gerade wenige Beispiele gegeben. Auch dieses Beispiel, wo er sagt, dass ihm 3 Dinge ganz besonders am Herzen liegen. Frauen, die Düfte und was noch? Das Gebet.
Und was ist ihm von den drei Dingen am wichtigsten, am nächsten, am liebsten? Das Gebet, liebe Geschwister. Nicht die Frauen und nicht der Duft, sondern die Bindung mit seinem Schöpfer, dem er alles zu verdanken hat, der ihn erschaffen hat. Das Gebet ist eine Bindung zwischen dir und deinem Schöpfer. Das ist dein Halt. Hat Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene von unseren Gebeten, hat er persönlich etwas davon oder ist es nicht vielmehr für uns selber? Hält es uns nicht von schändlichen Dingen ab? Sind es nicht vielmehr die Bittgebete, die wir aussprechen für uns? Sind die nicht vielmehr für uns selber? Oh Allah, gib mir, oh Allah, bewahre, oh Allah, oh Allah, schütze. Ist doch alles vielmehr für uns. So, wie kann man den Kontakt zwischen sich und seinem Schöpfer abbrechen und dann denken, dass man zufrieden sein muss? Der Kontakt zwischen dir und Allah muss immer aufrechterhalten bleiben. Wie schwer fällt es dem einen oder anderen, bei einer menschlichen Person den Kontakt abzubrechen? Fällt einem schwer, wenn man eine gewisse Person liebt? Wenn man die wirklich liebt, fällt es einem schwer, den Kontakt abzubrechen? Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala wirklich aufrichtig lieben, wie kann man den Kontakt abbrechen? Der ein oder andere wäre vielleicht heute nicht hergekommen, wenn sein Freund nicht mitgekommen wäre, oder sein Bruder oder seine Schwester, die Schwester von der anderen Schwester. Vielleicht hätte der nicht die Initiative ergriffen, wäre heute nicht hingekommen. Und diese Person ist dir vielleicht sehr nah an deinem Herzen, die ist dir sehr wichtig in deinem Leben. Allah muss für dich wichtiger sein. Dein Herz schlägt gerade nur aus dem Grunde, weil Allah subhanahu wa ta'ala es deinem Herzen befiehlt, dass es noch schlägt. Wenn der Tod geschrieben ist, dann ist es vorbei, khalas. Dann kann dein Freund, deine Mutter, dein Vater keiner mehr helfen. Wenn wir im Grab liegen, liebe Geschwister, dann kannst du den besten Anwalt haben, der dich zu den Lebzeiten vertreten hat. Der wird dich nicht wieder zurückrufen können ins Leben. Dann wird das wahre Leben über dich hineinbrechen. Du wirst dir wünschen, rechtschaffen gehandelt zu haben. Du wirst dir wünschen, nur Gutes gesprochen zu haben. Niemals geflucht zu haben, wie der Bruder eben gesagt hat. Und wir wissen, dass das schwer ist. Wir wissen, dass das Versuchungen sind. Aber wir müssen versuchen umzusetzen, damit wir Zufriedenheit bekommen, damit wir zu den Glücklichen gehören. Was kann ich euch nur raten, liebe Geschwister, mir und euch? Ein wichtiger Punkt, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass wenn du jemanden schadest, schade dir selber. Schade dir selber, aber schade mit deiner Zunge nicht dein Bruder und deine Schwester im Glauben. Mit deiner Hand schade nicht dein Bruder und deine Schwester im Glauben. Wenn du meinst, dich selber zu zerstören, zerstör dich, aber zerstöre nicht deine Geschwister. Und wer ist bereit, sich selber zu zerstören? Niemand. Wenn wir darüber reden, wenn ich jetzt sagen würde, hier, wenn wir gewisse Sünden aufziehen, wo wir sagen, damit zerstörst du dich auch langsam, dann wird man sagen, ja, ich bin aber schwach und dies und das und jenes. Aber keiner wird jetzt seine Hand hinlegen und einfach hier seinen Finger abschneiden. Aber guck mal, wie man Tag ein, Tag aus über die Geschwister vielleicht lästert und vielleicht nichts empfindet. Und warum? Weil er vielleicht nur der ein oder andere Neid in seiner Brust hat. Ich ihm gesagt habe, der hat vielleicht ein besseres Auto, der hat vielleicht mehr Ansehen, er kommt vielleicht bei den Menschen besser an. Aber das sind Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen gewährt hat. Sei zufrieden mit dem, was Allah dir gegeben hat. Freu dich für deinen Bruder und deine Schwester im Glauben. Und sei nicht einer von den Missgünstigen, die deinen Bruder und eigene Schwester das nicht gönnen. Diese Missgunst konnten wir auf der Straße haben. Aber doch nicht hier. Hier, gerade in unseren Reihen, jetzt, vielleicht hören wir zu, aber sobald wir aufhören zu reden und wir Zeit haben zum Nachdenken, kommt der Shaitan. Und der wird dir nicht von irgendjemandem da draußen am Kiosk, der Alkohol verkauft, einflüstern. Der wird dir nicht von irgendeinem Pfarrer einflüstern, der vielleicht irgendein Kind geschändet hat. Oder einem Lehrer aus der Klasse, von der Schule. Sondern der wird dir über deinen Bruder und deine Schwester einflüstern, die diese Räumlichkeiten betreten. Und wird sagen, ja, guck mal. Der hat aber den Fehler, der macht das und das falsch. Wir haben alle Schwächen, liebe Geschwister. Auch wir drei, die hier vorne sitzen, wir haben Schwächen. Vielleicht ist der ein oder andere, wie ich eben gesagt habe, viel besser. Viel besser. Das ist bei Allah. Nicht, weil ich hier gerade auf dem Stuhl sitze, heißt es, dass ich besser bin. Hat gar nichts zu sagen. Aber wir müssen das in Taten umsetzen, liebe Geschwister.
Wir dürfen unsere Geschwister, und deswegen, glaubt es mir, wirst du keine innere Zufriedenheit, du wirst innere Zufriedenheit spüren, wenn du nicht neidisch bist, wenn du kein Groll in deiner Brust hast, wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast. Du wirst ein ruhiges und schönes Leben wirst du führen, egal was über dich kommt, wenn du immer auch zufrieden bist mit dem, was dich trifft. Und wenn du auch wenig besitzt. Und wenn auch die Krankheit über dich kommt. Denn die Propheten, alle Male haben es uns vorgemacht. Und sie waren immer geduldig. Und mit wem ist Allah subhanahu wa ta'ala? Er ist mit den Gottesfürchtigen, er ist mit den Gläubigen, er ist mit den Geduldigen. Das sind alles Sachen, möge Allah uns von denen machen, liebe Geschwister. Das sind Sachen, die man sich wünscht. Wenn man das hört, dann sollte man sich nicht wünschen, Fußballer zu werden, sollte man sich nicht wünschen, Musiker zu werden, Schauspieler zu werden. Oder ein riesengroßer Manager oder Architekt. Kann man auch werden. Diese Sachen kann man werden, wenn das gut ist für dich und dein Glauben und den Islam. Aber viel mehr an allererster Stelle sollte stehen, dass du dir wünschst, ein Gottesfürchtiger zu werden. Dass du ein Geduldiger bist. Dass du ein Gläubiger bist. Damit Allah mit dir zufrieden ist, mein Bruder, meine Schwester. Denn heute geht es uns noch gut. Heute lachen wir. Und gleich füllen wir unsere Mägen. Und gleich legen wir uns, wie jeden Tag, legen wir uns wieder in unsere Betten und schlafen. Und vielleicht bleibt der ein oder andere noch die Nacht wach und beschäftigt sich im Internet oder draußen auf den Straßen. Aber die Nacht und der Tag wird vorbeigehen. Und es wird ein Tag kommen, wo jede Seele den Tod kosten wird. Jede Seele wird den Tod kosten. Dann gibt es kein Umkehren mehr. Und dann wird man sich wünschen, richtig hingehört zu haben. Und dann wird man sich wünschen, dieses Buch, den Koran, das Wort Allahs, ja, ernst genommen zu haben, gelesen zu haben. Denn meistens, liebe Geschwister, und das ist unser großes Fehler, meistens ist es so, dass man da, wann greift man darauf zurück und wann betet man? Wenn es einem dreckig geht. Wenn du auf einmal krank wirst oder auf einmal nichts mehr auf dem Bankkonto drauf ist oder du nicht mehr weißt, wie du aus dieser Misere rauskommen sollst, dann kennen wir auf einmal alle Allah. Oder wenn das Schiff droht unterzugehen oder wenn du im Flugzeug bist und Turbulenzen kommen und du Muffen hast, niemals mehr wieder sicher auf diese Erde runterzukommen, dann kennt jeder Allah. Aber was ist mit den Tagen, wo es uns gut geht? Ein aufrichtiger Diener Allahs kennt Allah zu jeder Zeit, nicht nur wenn es ihm dreckig geht. Er hat immer mit ihm eine enge und feste Bindung. Das sollte uns alle ausmachen und das sollten wir uns alle wünschen. Da drüben, wenn wir ins Paradies kommen, möge Allah uns Paradiesbewohner machen, liebe Geschwister. Da musst du Allah nicht mehr anbeten wie hier auf dieser Erde. Dann ist alles vorbei. Das ist das, was die Menschen sich wünschen. Innere Zufriedenheit, Glückseligkeit, Frieden wird dort sein. Kein Groll, kein Neid. All das wird es im Paradies geben. Wo hiervon die Erde überfüllt ist mit Schlecht. Warum gibt es so viele Menschen, die sich hier selber das Leben nehmen? Alle 48 Sekunden nimmt sich jemand das Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle 48 Sekunden. Guck mal, in der Regel ist das so, dass jeder sich selber am meisten liebt. Der nimmt sich sein Leben. Alle 48 Sekunden nimmt sich jemand das Leben. Warum? Weil er keinen Halt mehr hat. Er hat keine Hoffnung mehr. Er hat keine Hoffnung mehr auf Besserung. Deswegen frage ich mich, wie kann ein Muslim, der weiß, dass Allah allmächtig ist und jedes Bittgebet erhört und er sagt selber, bittet mich, ich will eure Rufe erhören, frage ich mich, wie die Muslime heutzutage so depressiv sein können. Und dann immer, wenn du sagst, ja Bruder, bete doch, ich kann nicht, Arbeit, Schule, ich muss Fußball spielen. Immer dieselben Ausreden, ich habe keine Zeit. Du hast keine Zeit? Bruder, verkauf keinen Alkohol. Wie soll ich meinen Unterhalt verdienen? Bruder, aber warum verkaufst du Schweinefleisch? Ja, was soll ich machen, Habibi, ich brauche auch Geld. Subhanallah. Schau mal, Allah hat uns so wenige Dinge verboten, so wenige, alles erlaubt. Alles erlaubt, paar wenige Dinge verboten. Und wir tun so, als ob die wenigen Dinge uns am Leben erhalten. Nur diese Dinge, alles andere, die sieht man nicht. Man muss diese paar verbotenen Dinge machen. Erinnert euch an Adam a.s.
und Hawa. Alles war ihnen gewährt, außer ein Baum, eine Frucht, sollten sie sich nicht nähern. Aber der Shaitan hat diesen einen Baum hat er ausgeschmückt. Sollen sich diese eine Frucht sollen sie sich nähern. Konnten an sich, die hatten alles. Aber dieses alles hat nicht gereicht. Und so sind wir Menschen. Wir haben, wir besitzen, aber dieses alles reicht uns nicht. Wir wollen noch mehr. Noch mehr. Wir kennen uns doch selber. Wie der Bruder eben gesagt hat, hast du heute iPhone 3, morgen willst du iPhone 4. Wenn du iPhone 4 hast, dann wartest du schon auf das neue Modell. Kaufst du ein neues Auto nach einem halben Jahr, ja, ich mir doch besser ein anderes Auto gekauft. Ich habe mich nicht für das Richtige entschieden. Subhanallah, ajib, der Mensch. Der Mensch ist wahrlich ajib. Heute sagst du, das ist gut, morgen sagst du, vielleicht war das doch nicht gut. In materiellen Dingen, in Sachen, die der Dunya anbelangt, kein Problem. Aber im Wort Allahs und in der Sunna des Propheten sollte man niemals so denken, sollte man niemals so drauf sein. Sollte man nicht heute sagen, ja, das stimmt. Und morgen sagst du dann, ja, das war in der früheren Zeit. Heute kann man das nicht so interpretieren. Heute ist das ganz anders. Wir leben fortgeschritten. Wir sind heute modern. Liebe Geschwister, Allah, der Schöpfer, der das Universum lenkt, der alles genau bemisst, der den Tag in die Nacht eindringen lässt und die Nacht in den Tag. Denkt ihr, dass er ein altes Buch herabgesandt hat, wo wir mit zurückgeblieben sind, als ob wir Steinzeitmenschen wären? Oder ist es nicht vielmehr ein Buch? Ist es nicht vielmehr ein Buch? Wenn Allah sagt, bis zum letzten Tag, dass es dann immer aktuell ist. Und dass wir uns viel mehr vollquatschen lassen haben da draußen. Ist euch bewusst, dass sie sich nicht schämen zu sagen, wir stammen von den Affen ab? Ist euch bewusst, dass sie sich nicht schämen zu sagen, wir stammen von Bakterien ab? Ist euch bewusst, dass sie das gut heißen, dass man in jungen Jahren, dass man da schon unehelich Sex miteinander hat, dass man schon im Kindergarten sagt, hier, nimm dir Freund und Freundin. Da sagen, und wir, ja, Entschuldigung, andauernd, mach doch deinen Mund auf. Wir rufen, ich sag nicht, du sollst draußen sagen, halt deinen Mund und auf diese Art und Weise, aber du sollst sagen, bei uns gibt's Werte, bei uns gibt's Moral, bei uns gibt's Ethik, bei uns gibt's Anstand, bei uns gibt's diese Sachen nicht, wir kennen so etwas nicht. Und ein Affe ist für uns ein Tier. Und wir stammen nicht von einem Tier, sondern wir stammen von dem allmächtigen Gott, dem wir alles zu verdanken haben, der alles erschaffen hat. Für diese Sachen schämen wir uns. Möge Allah uns für sowas bewahren, liebe Geschwister. Da muss man sich nicht fragen, warum man nicht zufrieden ist. Aber wenn du stolz bist, Muslim zu sein, und an deinem Gebet festhältst und regelmäßig an Allah subhanahu wa ta'ala dich erinnerst, wirst du auch häufig innere Ruhe finden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt eine ungefähre Bedeutung in seinem edlen Buch in Surah 13, Vers 28, es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Das heißt, im Joint und im Alkohol, da wirst du vielleicht für ein paar Stunden von deinen Problemen wegrennen. Und wirst vielleicht in diesem Moment wirst du vielleicht Ruhe haben. Aber das ist eine trügerische Ruhe. Das ist eine trügerische Ruhe. Aber die Ruhe von Allah, das ist eine wahre Ruhe. Und das ist eine bleibende Ruhe. Und das ist ein wahres Versprechen. Und wenn wir darauf eingehen, was der Bruder gerade eben gesagt hat, schaut mal, was der Shaitan sagen wird. Bezüglich, weil er ruft uns zu Trunk. Er ruft uns zu Berauschenden. Hier. Und der Satan, was der Bruder eben gesagt hat, und der Satan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist, gewiss, Allah hat euch ein wahres Versprechen. Der Shaitan wird auf seinem Mimbar sagen, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Und ich habe euch etwas versprochen, es aber dann gebrochen. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe und ihr auf mich gehört habt. Deswegen jeder, wenn er gleich hier rausgeht aus der Moschee, hat es selber in der Hand. Willst du Musik hören? Du entscheidest, ob du bei dir zu Hause Musik hörst oder nicht. Willst du Drogen rauchen? Du entscheidest, ob du Drogen rauchst oder nicht. Du wirst das alles entscheiden oder ob du nachher zu Hause, ob du betest, ob du weiterhin Koran hörst, ob du weiterhin dich mit dem Koran und der Sunna beschäftigst. Du musst nicht auf die Westwurst vom Shaitan hören, die dir einflüstert und sagt, ja, guck mal, der Ali, der Mehmet, der ist Marokkaner, der ist Algerier, der ist Türke, ja, da kann ich da auch mitmachen. Weil das nehmen heutzutage viele Jugendliche, dass sie sagen, ja, die kommen, das sind auch Muslime.
Und die heißen das dann gut, weil mehrere jugendliche Muslime etwas Schlechtes machen, das dann auch zu machen. Wisse, mein Bruder, meine Schwester, dass Muslime Schlechtes begehen können, aber der Islam perfekt ist. Und dass wir nicht den Leuten hinterherlaufen sollen, sondern dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, den frommen Vorfahren, die Allah gefürchtet haben, die geweint haben für Diebe. Die sind bestohlen worden, die sind bestohlen worden und haben geweint. Wisst ihr warum? Nicht um ihr Beraubtes, sondern sie haben geweint wegen dem Dieb, die Strafe, die ihn erwartet. Könnt ihr euch das vorstellen, wie gläubig diese Menschen waren? Wir würden weinen um unser Beraubtes. Oh, mein Handy ist weg. Wo ist mein Handy? Mein Auto? Oh, mein Geld? Mein Portemonnaie? Wenn einer von uns ein Portemonnaie verliert, so ein paar, den ganzen Tag ist draufgegangen. Mein Portemonnaie, mein Portemonnaie, mein Portemonnaie. Als ob dein Leben draufgegangen wäre. So läuft man sein Portemonnaie hinterher. So eine kleine Prüfung, wie man dann durcheinander ist. Und man hat großen Mund für große Prüfungen. Wie oft habe ich das mitbekommen, wenn einer sein Portemonnaie verloren hat und der wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Da waren vielleicht 10 Euro drin, ein Personalausweis. Diese Menschen haben geweint für diejenigen, die sie beklaut haben. Weil die wussten, dass ein gewaltiger Tag über diese Menschen kommen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit was für einem Verständnis sind sie auf dieser Erde hergeschritten? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu wahren Gottesfürchtigen machen, liebe Geschwister. Und nicht wie der Prophet s.a.w. gesagt hat, in der Endzeit sind wir viele wie der Schaum auf dem Meer. Denn wir wollen nicht wie der Schaum auf dem Meer sein, sondern wir wollen Gläubige vor Allah subhanahu wa ta'ala sein. Wir wollen die Eintrittskarte. Wir wollen ins Paradies. Liebe Geschwister, es gibt Brüder und Schwestern, die eingesperrt worden sind, die gefoltert worden sind, die sagen über andere Geschwister, die sollen nicht viel reden. Die hören, wenn die Emotionen kommen, sagen, ja, wir müssen das machen, wir müssen dies machen, Allahu Akbar, und wir müssen da einfliegen, wir müssen jenes machen. Dann sind das diejenigen, wenn die draußen ein Knöllchen bekommen von 15 Euro, der ganze Tag ist im Eimer, weil die nicht mehr klarkommen auf diese 15 Euro, die bekommen haben. Die sagen, diese Geschwister, die wirklich was durchgemacht haben, die haben gesagt, diejenigen, die nicht viel durchgemacht haben, sollen nicht so großen Mund haben, sollen besser mehr schweigen und umsetzen. Wie beschreibt Allah beschreibt seine wahren Diener im Koran? Du musst dich nicht vor den Menschen selber äußern. Ich trau mich. Ich werde machen. Und ich werde jenes machen. Und ich werde dieses machen. Allah hat da seinen gläubigen Dienern Merkmale mitgegeben. Deswegen musst du dich nicht breit machen und groß machen unter den Brüdern und sagen, ich bin der und ich bin jenes. Denn Allah weiß, wer du bist, mein Bruder, meine Schwester. Er kennt uns. Und wenn du auch große Taten gemacht hast, verkaufe sie nicht für einen billigen Preis. Und verkaufe die Religion nicht auf dem Trödelmarkt, in dem du dann auf einmal wieder deine Religion kennst und sagst, Wallah, ich bin Muslim, komm, yalla, mach mal bitte 50 Cent billiger. Astaghfirullah. So billig. Ja, heutzutage machen die so. Oder die sagen mir, ich war selber am Trödelmarkt, habe ich verkauft. Jetzt kommt er mir, weil er sieht mich mit Bart und Mütze, sagt er, ashhadu an la ilaha illallah. Damit er denkt, der kriegt jetzt 1 Euro billiger von mir. Subhanallah. Das hört sich lustig an, aber das ist Belustigung der Religion. Das ist kein Wert mehr. Guck mal, wie viele laufen draußen rum. Wallah, wallah, ich schwör auf Koran. Ist euch bewusst, was der Koran ist? Und ist euch bewusst, was Wallah bedeutet? Dass das ein gewaltiger Schwur ist. Du schwörst auf Allah, den Allmächtigen. Und du sollst nicht für jeden kleinen Kleinigkeit auf Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Lasst uns die Religion nicht selber billiger machen. Denn sie ist was Kostbares, was Wertvolles. Die Menschen, glaubt es mir, wenn wir die Religion einfach nur richtig praktizieren und unsere Zufriedenheit zeigen, sie wollen davon abhaben. Erinnert euch, zu guter Letzt möchte ich das noch, erinnert euch an den Guantanamo-Wächter. Wächter, Guantanamo. Der hat den Islam angenommen. Warum? Weil die Brüder, die dort gefangen waren, ständig am Lächeln waren. Das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen. Die waren zufrieden mit ihrem Zustand. Die sind in einem Ort, wo sich keiner wünscht zu sein. In so einem ekelhaften Gefängnis, wo die Muslime erniedrigt werden und gefoltert worden sind, lächeln diese Gläubigen dort. Und das war der Grund für einen Wächter, den Islam anzunehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Allahu Akbar, wisst ihr, wie das nach außen strahlt, wenn wir den Glauben richtig praktizieren? Da müssen wir nicht viel reden,
Weil die Menschen, die achten ganz genau auf uns. Glaubt es mir, die achten ganz genau auf uns. Wenn ich zu euch heute sage, lügt nicht, die schauen meine Videoaufnahmen und sagen, der hat gesagt, lügt nicht. Und morgen sehen die 15 Muslime auf der Straße, die lügen. Dann sagen die, ja, die lügen sowieso. Das heißt, diese Aussage von mir, das kann man gegen die Wand klatschen. Was ausschlaggebend ist, sind unsere Taten, wie wir uns verhalten. Und gerade diejenigen, die äußerlich Mütze, Gewand, Bart, das heißt nicht, dass die anderen sich benehmen können, wie die wollen, weil sowieso, wenn man sieht hier Marokkaner, Pakistaner und, dann brauchst du gar nichts anzuhaben, dann weiß man schon, wo du herkommst. Dann weiß man, dass du auch, dann schiebt man die Strecken mit auch in dieselbe Kategorie. Das heißt nicht, dass du dich jetzt davon freigesprochen fühlen kannst und sagst, ja, ich werde dann draußen, ich habe ja keine Mütze an, ich habe ja keinen Bart. Auch wenn du deutscher Muslim bist und du keine Mütze hast und keinen Bart hast, wir nehmen dich auf die beste Art und Weise, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns Muslime, weil das bringt uns zu inneren Zufriedenheit, diese Runden hier. Wenn wir diese Räumlichkeiten hier nicht mehr haben, wenn wir uns nicht benehmen, wenn die uns das zumachen, weil wir uns asozial verhalten, weil wir keine Acht auf die Nachbarschaft geben, dann haben wir kein Domizil mehr. Dann haben wir keinen Rückort mehr, also kein Halt mehr, kein Rückzugsort, wo wir uns treffen können, was wir brauchen. Weil das heute, um nur euch zu sehen, hat mein Iman gestärkt. Ich habe heute innere Zufriedenheit durch meine Geschwister bekommen. Dass ich hier eingeladen worden bin. Dass ihr, Barakallahu fikum, so lange auf uns gewartet habt. Wir haben gedacht, das würde um 18 Uhr stattfinden. Vergibt uns dafür auch. Und dass ihr überhaupt so lange gewartet habt, dass man kennt so etwas heutzutage nicht. Wie der Bruder eben gesagt hat, die Menschen, die sind... Man kennt keine Menschen. Was für Religion, liebe Geschwister. Die Menschen kennen keine Menschlichkeit mehr. Und davon meine ich auch viele Muslime. Viele Muslime. Untereinander wollen sie sich schlagen, prügeln, die drohen sich, die beschimpfen sich auf das Übelste. Ich habe gehört, ein Imam wurde jetzt im Koma geschlagen. Ich weiß manchmal nicht, was mit uns selber los ist. Weil ständig der Teufel kommt, ja, da hinten ist eine Spendenbox. Es gibt Leute, die spenden für Sabilillah, ja, und dann 90% denkt gut und 10%, wenn dann der Vorsitzende kommt und holt das Geld raus, sagt er, ah, was macht der Vorsitzende damit? Aber wer flüstert dir das ein? Warum denkst du das nicht bei den Leuten da draußen auf der Straße? Das, was du hier eingeflüstert bekommst, das ist vom Scheitan. Und wenn du nicht spenden willst, dann spende nicht. Spende nicht. Kein Problem, aber lasse diese schlechten Gedanken. Und wenn du jemanden schaden willst, wie ich gesagt habe, schade dir selber. Aber fang nicht an, über Gläubige so zu vermuten und weiter zu verbreiten. Weil das ist unser Problem. Wir haben dieses Problem, dass wir heutzutage dieses gute Denken voneinander geht verloren. Das gute Denken voneinander geht verloren, leider. Und denke nicht, dass dein Bruder fehlerlos sein muss. Dadurch wirst du weit wegkommen von innerer Zufriedenheit. Ich weiß, dass ich nicht immer in diesem Thema geblieben bin. Es ist auch sehr schwierig, weil wir haben viele Problempunkte, liebe Geschwister. Ich kriege selber mit, heutzutage, wie das Lästern leider ganz normal geworden ist. Und ich denke, wir sollten bei diesen Sachen anfangen, damit wir, wenn wir beten und fasten und Zekah geben, damit wir wirklich innere Ruhe bekommen. Weil wie willst du innere Ruhe bekommen, wenn du den ganzen Tag das Fleisch deines Bruders oder deiner Schwester verzehrt hast und dich dann nachts ins Bett legst und denkst, ja, hier, ich bete, ich faste, ich mache alles, aber irgendwie, mir geht's nicht gut. Wie soll es dir gut gehen? Wenn du Tag ein, Tag aus über deine Geschwister dir Gedanken machst, wann hast du das letzte Mal über deine Sünden nachgedacht? Wann hast du das letzte Mal nachgedacht, ob du vernünftig gebetet hast? Mit Konzentration, mit Aufrichtigkeit vor Allah. Wenn es heißt, Allahu Akbar, wie hast du dich vor deinem Herrn gestellt? Ist dir bewusst, dass du vor Allah stehst? Haben wir Ehrfurcht vor Allah? Liebe Geschwister, wenn jetzt hier eine Armee reintreten würde, voll bewaffnet, wir würden hier eine Durchsuchung machen, wir würden einen Schuss abgeben an die Decke und dann alle auf den Boden legen. Was hätten die alle für eine Muffen? Wir reden von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gewaltigen, der zu allem die Macht hat. Wenn du sagst, Allahu Akbar, du hast ein Gespräch mit deinem Schöpfer angefangen, der dich erschaffen hat, der dich befragen wird über dein Leben. Verhalte dich auch dementsprechend, nicht die ganze Zeit, ja, mein Handy ringt, SMS, boah, ey, wer ist das jetzt gerade? Boah, wer kann das sein? Boah, hoffentlich spätet der schneller. Ich muss jetzt gleich draußen warten Leute auf mich. Ich verpasse meinen Zug, ich verpasse dies, ich verpasse jenes. Du verpasst gerade das Wichtigste überhaupt. Vielleicht wird dein Gebet nicht angenommen.
weil du gar nicht anwesend bist und das gerade nur Spielerei vor dem Menschen ist. Möge Allah uns vor so etwas bewahren, liebe Geschwister. Ich spreche diese Worte, bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich, für jeden Bruder und Schwester um Vergebung. Wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist das einzig und allein von Allah. Barakallahu fikum.